Hallo und herzlich willkommen hier zum Talos Prinzip 2. Es geht wieder weiter. Ja, Leute, das letzte Mal haben wir ja ein paar Meter geschafft hier und wir haben ja bei jedem Level auch so einen Schalter hier. Da war jetzt meine Theorie: erst wir schalten alle ein, danach habe ich es verworfen, weil ich da gesehen habe, da vorne an dieser Statue stehen Zahlen, dass nur die, wo da angezeigt werden, dass die aktiviert sein sollen, die Schalter. Das haben wir jetzt gemacht. Allerdings hat sich nichts getan. Aber wir müssten doch eigentlich das so gemacht haben, so richtig. Also 2 müsste aktiviert sein, 3 haben wir ausgeschalten. Und ja, eigentlich sollten wir das nochmal überprüfen, ne? Aber wir lassen es jetzt erstmal. Das machen wir später noch einmal. Ich hatte jetzt noch eine andere Theorie. Falls es nicht so ist, dann machen wir es eben so, dass alle anderen Schalter an müssen, außer den hier. Dass 2, 4, 7 und 8 nicht an sein müssen. Das kann natürlich auch sein. Habe ich jetzt so zwischen den Folgen mal überlegt, nochmal die Theorie. So, wir machen jetzt mal bei Level 5 weiter. Das heißt Duett. Okay, also irgendwas zusammen wieder, zu zweit. Gibt ja sonst nichts. Also es gibt ein Trio, es gibt Monett gibt es nicht. Also eins sozusagen, ne? Also zumindest habe ich das Wort noch nie so gehört. So, wartet mal. Hier haben wir auch nochmal ein Dings, dass wir das Ding können wir also nicht mitnehmen. Aber es kann überall hinsenden, wenn wir es brauchen. Da haben wir auch noch eins eingeschlossen. Ja, ich sehe hier aber auch von da aus keine Flächen, wo mir das groß nützt hier, da wo ich was öffnen könnte. Ich sehe nur diese Fläche hier. So, was nicht geht, es ist jedem klar, dass wir hier durch das Tor wieder nichts durch projizieren können. Also ich denke mal, dass es so sein muss, dass man das hier durchdingst. Allerdings bringt es so ja noch nicht viel. Ich kann ja das Ding nicht mitnehmen. Wir hätten jetzt hier aber Zugriff. Wir kommen aber nicht dran. Wir müssen schauen, dass wir vielleicht einen Störsender finden, wo wir das Tor stören könnten. Dass wir reinlaufen können und dass wir dann das Ding näher hier ranstellt und dann durchreichen könnten. Hier haben wir einen Knopf zum Draufstehen. Bringt uns aber nichts. Ja, Tannenbäume steht hier, schön. Weihnachtszeit. So, hier haben wir wieder eine durchdringbare Wand. Schmetterlinge fliegen ja auch rum, blaue. Dann haben wir hier einen Ventilator. Der wird geschalten irgendwo dahinter der Wand. Wo wir jetzt auch erstmal gar nicht reinkommen. Ja, das ist schon unser Störsender hier, ne? Den bräuchten wir. Okay, Leute. Wie kommen wir hier zur Protte? Kann ich den rausmontieren? Nee, der ist fest. Der ist fest. Sonst hätte ich den auf die Platte legen können. Ja, und an den komme ich nicht ran. Aber warte mal, Leute. Wir können wahrscheinlich uns da ein Portal hin... genau, das hat man bloß jetzt nicht so gesehen vorhin. Aber was bringt uns das? Ach, Moment, Leute, ja. Ich habe die Idee, wir müssen das ziemlich weit hinten projizieren, weil dass wir an den Schalter reichen können eventuell. Weil durchsteigen können wir zwar nicht, aber wir können was manipulieren dann hier. Das Schalter aktivieren, jawohl. Jetzt können wir, hui, platsch. So. Jetzt sind wir hier drin. Bringt uns eigentlich ersichtlich erstmal noch wenig. Das stimmt nur zum
Teil. Wenn ich das da durchreiche, dann bringt mir das Gerät aber eigentlich nichts. Weil das ist ein violettes Feld. Ein violettes Feld kann ich nicht unterbrechen. Ich kann den jetzt hier nehmen und kann das Feld stören. Aber ich müsste den Dinger rauskriegen. Das wäre halt noch besser. Naja gut, wir stören mal das Feld hier. Steigen die Leiter hoch. So, kommen hier rein. Wir gucken mal, was hier zu finden ist. Okay. Noch ein Portal, wo es geschlossen ist. Das wäre sonst zu einfach. Ja, wir müssen den Störsender rausbekommen. Ja, und dazu müssen wir die Kanone erstmal frei bekommen. Es wird was bringen, wenn wir jetzt hier drüben noch einmal aufmachen. Können wir dann mit dem Projektor, ja, das Feld sehen wir, dann können wir das nicht auch stören. Es muss immer in der Sichtlinie sein, sonst geht's nicht. So, dann können wir nämlich jetzt hier das Feld stören. Dann bekommen wir die Portalkanone da raus. Ich sage jetzt einfach Portalkanone. So. Die müssen wir nämlich einfach hier hinstellen. So, den nehmen wir wieder mit. Okay, jetzt haben wir den. Den könnten wir hier draufstellen, aber das bringt uns nicht so viel. Hier können wir stören wieder, okay. Ah ja, da können wir wieder. Okay. So, den einen kriegt man ja nicht raus in einen Projektor, ne? Ja, wir müssten hier halt wieder, Warte, Moment, das stimmt ja auch nicht. Wir kriegen den raus, Leute. Also wir müssen das hier von da halten, das, die Öffnung. Und dann nehmen wir den. Stellen ihn hier hin. Und dann kriegen wir den raus. Dann haben wir nämlich einen zum Beschweren. So. Den dahin. Und den weg. Dann machen wir hier wieder auf. Der Ventilator läuft ja immer noch. Blub. Und jetzt mit dem. Nee, nee, das funktioniert so nicht. Moment. Wir müssen den ziemlich weit hier nach drüben projizieren. Blub. Okay, nee, das funktioniert auch nicht. Raus bekomme ich ihn ja nicht. Also ich... kann da zwar stören, aber bringt mir nichts. Ja, ich hatte gerade eine unfreiwillige Unterbrechung hier und ja, jetzt geht's aber weiter. Es gab ja Essen zwischenrein hier bei mir zu Hause. Und ja. Naja gut, jetzt habe ich halt wieder einen Schnitt gemacht. Aber ja. Eigentlich hatte ich pausiert und dann drücke ich meistens die falsche Taste mittlerweile im Moment. Wir waren hier stehen geblieben.
und müssen versuchen, das Tor, was hier hinter Gittern hier ist, zu stören. Wir wissen, dass wir hier aufmachen können. Das Problem ist aber das, dass wir hier den Störsender nicht rausbekommen. Und ja, und ich krieg da auch dieses Feld von der Ansicht hier nicht in Reichweite. So, jetzt muss ich natürlich wieder aufpassen, was ich hatte vor, glaube so 9 Minuten oder 10 Minuten knapp. So, mal probieren, wir machen mal kurz hier auf, das ist einfacher dann. Ja, man sieht halt von da kriegt man die Ecke nicht drauf. Andere Idee, aber ob das funktionieren würde. Ja, von hier innen drin. Ja, sieht man das Tor auch nicht. Höchstens wir stellen das weiter hier rüber. Nee. Nee, aber was man machen könnten tatsächlich, wir können den Störer. Wo ist er denn? Ja gut, nicht in Reichweite. Aber wir können uns hier eine Öffnung machen und können den ja durchreichen. Dann gewinnen wir ein bisschen Spielraum hier. So. Muss ich wieder über die Leiter. Hallo? Ach, ich drücke die ganze Zeit F. Anderen Spiel geht es dann oft mit F, so die Interaktion. Bohrer. Hallo. Ach, Linksklick, ja. So. Jetzt müssen wir mal gucken, von welcher Richtung hier. Ja, das funktioniert. Es langt ein bisschen Fitzel und schon kann es gestört werden. So. Gerade verwundert, dass vom Freundeskreis so viele dieses Backpack Heroes spielen hier als Demo, ja. Ja, muss ja was Besonderes sein, das Spiel. So, gut, dann haben wir das jetzt hier. Jawohl, erledigt. Jetzt fehlen noch zwei. Also von den Hauptleveln. Interface-Inhalt verfügbar. Okay, was haben wir denn Schönes? Die Anin Portrait-Serie, okay. Aha, so hat die ausgesehen. Oder wie? Von Rodam, ne, das Bild. Hallo zusammen zum neuesten Beitrag meiner Portrait-Serie. Ich hatte stets großen Respekt für Alexandra Drenan, die Anin. Sie erschuf nicht nur die Gründerin und rettete die Menschheit, sondern flößt uns allen einen Sinn für Schönheit und Enthusiasmus ein. Die Gründerin, ja. Er schuf nicht nur die Gründerin, also die Alexandra Drenan hat praktisch die Gründerin erschaffen. Mhm. Ja, es war schön, Mensch zu sein, Alexandra Drenan. Also ein Zitat von ihr. Ja, dann der Niam. Bitte bedenke wie üblich, dass wir uns auf die Arbeit konzentrieren sollten. Frag dich nicht, ob es gut oder schlecht ist, sondern wie du dich dabei fühlst. Mhm. Okay. Es gibt auch gute und schlechte Gefühle. Dann von Budahas 917, okay. Wunderbare Arbeit, Rodam. Verschafft mir ein Mist. Ein bittersüßes, wehmütiges Gefühl. Sie war bestimmt ein toller Mensch. Jefferson, für mich ist es ein Ausdruck ihrer Tapferkeit angesichts dessen, dass der Kosmos ihr angetan hat. Was der Kosmos ihr, ja. Von Thekla da noch. Es ist gut gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es angemessen ist, die Anin so darzustellen. So, dann kann ich darauf noch antworten. Wir dürfen nie vergessen, dass sie eine echte Person war. Ja. Ja, dadurch kommt ihr Mut im Angesicht des Todes richtig zum Vorschein. Das Gemälde macht mich traurig. Moment. Warum sollte mich das traurig machen? Dein Gemälde erinnert stark an ihren Glauben an eine bessere Zukunft. Auch andere Leute haben dazu beigetragen. Also das
müsste fast ja jedem klar sein, dass es ja eine echte Person war. Aber jetzt ist die Frage, sind wir als Androiden, die uns ja sozusagen selbstbewusst sind, nicht auch so in der Art wie fast echte Personen, ne? Ja, philosophisch halt so eine Sache, ne? Wenn man so will. Ja, ich würde aber das hier nehmen, dass das Gemälde stark an ihren Glauben hier erinnert. So. Genau. So, danke, One Key. Die glaubte wirklich, wir könnten eine bessere Welt erschaffen, nicht wahr? Stegla, ihre Worte inspirieren mich stets. Zaguran, nicht Sakrotan. Ach ja, du solltest ein wenig aufmerksamer zuhören. Sie wollte, dass wir nach den Sternen greifen und uns nicht wegen der Sünden unserer Vorfahren grämen. Tegla, die Ahnin sprach in Metaphern. Die Sterne sind in uns. Mhm. Sternstaub, ha. Da wieder Zaguran, Mensch, mal langsam probieren, ne? Verschone mich. Niam, lassen wir diesen Thread nicht entgleiten, okay? Ja. So, Thread Ende. Wurde vom Moderator geschlossen, oder was? Forschung 1, was? E2-Gravur, gefunden auf einem Sphinx-Monument auf dem bewaldeten Plateau. Ha, okay. Interesting. Was ist denn eigentlich das hier für das mit der Hand hier? Ah, das ist jetzt... Es ist eine neue Rubrik hier dazugekommen. Ich mache ein Referenzfoto, falls ich mich später mit befassen möchte. Okay, One Key. 2, 4, 7, 8. Ja gut, das wissen wir schon, aber irgendwas hat da noch nicht funktioniert bei uns. Aber wir werden es rausbekommen. So, klack, 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 klack. Ja, was glaube ich hier immer dann ist der Fall, wenn man fertig ist mit dem Rätsel, dann werden sämtliche Kraftfelder ausgeschaltet, damit mir auch wieder rauskäme, ne? Das finde ich auch geil eigentlich. Gut, früher in Talos 1 hat man oft so ein Tor runtergefahren oder so. Oder es gab eine Ausstiegsleiter dann oder so, ne? Aber meistens war es mit einem Tor. So, jetzt waren wir bei Nummer 5. Jetzt 6 ist das nächste aktuelle Level. Wir werden ja eigentlich so geführt, aber wir könnten auch mit 8 weitermachen. Das wäre jetzt überhaupt kein Thema. Die Level sind ja nicht abgeschlossen vorher, dass man da praktisch mit vorhergehendes andere Level aufschließen muss oder so. So, wie heißt denn das Level? Korridor. Aha. Hier haben wir einen Ventilator, der schon läuft. Der Ventilator ist nicht vorhanden. Okay. Und der Ventilator bläst irgendwie in die Richtung. Also der Ventilator macht ein bisschen so ein Geräusch wie aus der uralten Serie UFO. Wer die Serie kennt, weiß vielleicht, was ich meine. So, hier ist auf einem Knopf liegt der Ventilator. Was macht denn der hier? Okay, wenn ich den runternehme, geht das Ding aus. Also man muss hier draufstehen, damit das Ding läuft. Okay, alles klar. Und der Ventilator da hinten, der ist nicht entfernbar. Ja, die Schrauben sind nicht vorhanden so wirklich. Alles klar. Und da ist ein Feld hier oben. Was wohl mit Korridor gemeint ist? Ja, Flugkorridor oder was? Wir werden mal versuchen, da nach oben zu springen. Hui. Hoppala. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, ich habe den Ventilator eingeschalten. Bin hier mit meinen Füßle drauf getapst. Hier haben wir wieder so einen Bohrer. Der Bohrer, wo kann der bohren hier sozusagen? Wo kann der hier ein Portal machen? Warte mal. Ich sehe es nicht. Doch, jetzt sehe ich es. So, aber hier, durch das Tor. Ja gut, wir können ja wieder. Wir suchen mal nach einer Fläche überhaupt, wo wir da durchkommen. Dann würden hier. Ach, hier gibt es noch eine Leiter. Na, dann gucken wir erstmal da hoch. Leiter klimmen. Ah, hier ist auch noch mal so ein Portalgenerator. Hier ist, hier ist eine Öffnung. Also eine Öffnung nicht, aber da können wir das Portal durchmachen. Was soll das uns bringen? Also ich vermute mal ganz stark, dass ich mit dem Portal-Ding hier
dass ich da ein Loch machen muss hier. So. Aber nur eine reine Vermutung, ne? So. Ja, ich finde die Idee schon genial, aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man durch diese Portale halt auch durchschreiten könnte. Ich meine, es hätte die ganze Sache auch noch komplexer gemacht oder auch einfacher, ne? Das kann man jetzt halten, wie man möchte. So, aber wozu kann ich hier hinten eine Öffnung machen? Hm. Ah, hier oben ist ein Störsender, okay. Aber sonst noch eine Fläche irgendwo hin, von wegen. Ist nicht, oder? Ja, warum ist er, warum habe ich hier dann überhaupt so ein Ding? Oder das ist einfach nur, weil, aber dann hätten sie nämlich auch einen Würfel hinstellen können, ne? Ah, da oben ist die Maschine, wo wir hin müssen. Hm, schwierig. Also ich muss da was raufstellen, damit das funktioniert. Zum Beispiel das Gerät, aber ja, was soll das hier? Jetzt kann ich mich da rein katapultieren, aber wozu? Ich habe den Sinn noch nicht ganz verstanden. Eventuell kann ich da dann den zweiten Dinger durchreichen, damit ich eine Beschwerung für den Dinger habe hier. Aber ich muss ja an den... An den Störsender rankommen. Komme ich an den Störsender ran? Ist irgendwo eine Leiter versteckt irgendwie? Könnte ja sein. Na gut, aber das wird uns nicht viel bringen. Da ist, ja. Ah, der Boden ist... Ah ja, wir müssen also versuchen, so eine Portalkanone hier runter zu kriegen, damit wir hier den Boden aufmachen können, damit der Störsender runterfallen kann. Ja, wie machen wir das? Wie machen wir das? Den Ventilator... Den könnte ich ja mitnehmen, oder? Der ist ja jetzt im Moment nicht wichtig. Den könnte ich mitnehmen, damit ich da den Knopf hier belasten kann. So. Den nehmen wir wieder mit. Und legen den hier drauf. So. Jetzt kann ich den in die Hand nehmen, weil einfach draufstellen nützt nichts, wenn ich das mache. Dann wird er einfach nur weggepackt. Hauen und fliegt nicht weit. Wenn, da brauche ich mir eine Kiste, aber da wir dabei sind, haben wir ja genug Fläche hier. So. Und jetzt kann ich den hier durchreichen. Absetzen, ja, der fällt zwar nach unten, aber es ist ja egal. Der soll ja nach unten. Da wir nicht durchs Portal können. Weil sonst hätte ja das so sein müssen, dass man zwei gebraucht hat. Bei Portal hat man immer ein blaues und ein orangenes Portal gebraucht, ne? Damit das Ganze funktioniert. So, jetzt müssen wir dann wieder unseren Ventilator holen. Also das heißt nachher. Erst müssen wir mal hier suchen, wo ist denn hier das Stativ? Das sehen wir doch als immer, oder? Aber wir machen mal ein Loch hier rein. Ach, okay. Das sind zwei. Moment, okay. Da brauchen wir beide. Dann brauchen wir beide Portalerzeuger. Wie hat das Level nochmal geheißen? Ich habe den Namen vergessen. So, Bohrer nehmen. Absetzen. Plupp. Schau. Schon haben wir den zweiten. Und jetzt müssen wir dann vom Loch durchs Loch, oder wie? Da, wo steht denn der ganz genau? Mittig, ne? Mittig, ich bitte dich. Wobei.
mal da mal eins simulieren hier und dann müssen wir mal gucken, ob es jetzt durch das Öffnung durchgeht hier irgendwie. Ja, es geht. Plopp. Jetzt ist er runtergefallen. Ja, sieht auch ein bisschen aus, wie als würde man hier bohren, ne? So, und dann lassen wir den runterfallen. So, da haben wir ihn. Dankeschön. Und auf Wiedersehen, aber jetzt brauchen wir dann, ah ja. Aber das ist auch kein Problem. Also wir müssen jetzt erstmal hier stören. Den können wir gleich raufstellen. Jetzt brauchen wir natürlich unseren Ventilator wieder, ne? Gut, ja, das wird jetzt ein bisschen komplexer, wobei, ah nein, so komplex wird es auch nicht. Wir müssen wieder was mitnehmen, damit wir da oben, ja gut, aber wir können hier schon mal wieder eine Öffnung machen. Und jetzt brauche ich noch was, um da oben zu beschweren. Dann nehmen wir dich wieder mit. Hui. So, zack, den runter, runter habe ich gesagt. Dann den drauf und dann den in die Hand und mit uns darüber springen. Hier durchreichen. Man hätte es nämlich noch komplizierter machen können, aber ja. So reicht es ja schon, oder? Ich hätte jetzt den zweiten auch noch. Das war mein erster Gedanke, mit hoch wieder nehmen und dann hätte ich ihn eh wieder runter. Oder, na gut, hätte ein Loch durchmachen müssen wieder und. Ja, aber so ist es eigentlich die bessere Variante jetzt gewesen, mit wenig groß Gedöns. So, jetzt mit uns da hoch und aktivieren. So, jawohl, da ist es wieder, das Gebäude. Sehr schön. So, ja, die Folge heute wird vielleicht ein bisschen länger, aber ja, ich will es auch nicht zu kurz haben. So, jetzt hat er, das war jetzt Nummer 6, jetzt kommt 7. Ja, die Fragezeichen, wie gesagt, die müssen wir auch noch angucken. Beziehungsweise wir gehen zuerst mal in das Labor. So. Ja, da singt sie wieder sehr laut in mein Ohr her gerade. So, okay. Looks like you found another lab. Ja, es sieht so aus, als hätte ich sowas gefunden. So. Wow, that's a lot bigger than I expected. What were they doing here? Weiß ich nicht. And who are they? Weiß ich auch nicht. Ihr fragt mich Sachen hier. So, jetzt haben wir, was haben wir denn hier für ein Spielzeug wieder? Okay, so ein komisches Drehding. Wenn das mit einem Laser anvisiert wird, dann was passiert dann? Wenn ein roter Strahl kommt, kommt dann zum Schluss ein blauer raus. Und wenn ein blauer reingeht, kommt ein roter raus. Ist das so eine Art Farbwechsler oder was? Hm. Komisches Minendrehteil oder was es ist ja. Interessant. Spielzeug für uns. Verbinden. Straton-Ideen. Ursprung des Denkens. Autor Straton von Stagea. Los 1 ist dort. Ein Ausschnitt aus der Ursprung des Denkens von Straton, der in einem Kommentar von Simplicios zitiert wurde. Straton. Zu behaupten, materielle Dinge würden durch Ideen Gestalt annehmen, würde bedeuten, sich selbst zu schmeicheln, was Philosophen gerne tun, denn es stellt jene, die denken, über jene, die handeln. Nicomachus, wie sieht eine Wahrheit aus, die nicht schmeichelt? Straton, dass das Gegenteil wahr ist, Ideen entstehen durch Materie. Somit werden die Ideen jedes Menschen von seiner Umwelt geformt, wie Lehm von einer Gussform geformt wird. Jene, die in den Bergen leben, fürchten die Kälte. Jene, die in Wüsten leben, fürchten den Durst. Ich hätte jetzt fast gesagt, die Hitze und Durst. Die Athener werden durch Athen geformt und die Lagedämonier durch Sparta. Und das gilt auch für alle anderen Menschen. In Klammer 12. Ja, okay. Nicomachus
Doch könnten Ideen, wenn wir jeden Menschen als Idee betrachten, nicht absichtlich die Form einer Gussform verändern? Straton. Die Entdeckung einer Methode zur Erreichung dieses Ziels ist die Hauptaufgabe der Philosophie, mein Freund. Fußnoten, A12, ja. Komisch. Da müsste noch viel mehr geredet worden sein. Das war ja ein Auszug, glaube ich, ja. Also das neu entdeckte Heraklion-Manuskript, das wahrscheinlich ein Teil der Barocki-Sammlung ist, enthält einen weiteren Abschnitt, der zwischen Pneuma, dem individuellen Verstand, der als Energie, die aus Materie entspringt, beschrieben wird, und Ideen, die das Pneuma bei der Interaktion mit der materiellen Welt hervorbringt, unterscheidet. Warum ist es einmal hier klein geschrieben und hier groß? Naja, frag mal nicht lang. Profil kann nicht geladen werden. Philosophie ist nutzlos, wenn sie keine Möglichkeit zur Veränderung bietet. Straton hat es wenigstens versucht. Ah, okay. So, das Noema Projekt 3. Projektnotizen. Aha, das wäre sowas von Autor 5358, Los 1, aus der Ort. Ja, Test 108 zu 242, Version 0.05 erfolgreich eingerichtet. Rückkehr zur früheren Einstellung behebt Fehlfunktion. Aber was war der Fehler? Kühlsysteme verbessert. Test 243 bis 505. Version 0.06 erfolgreich eingerichtet, deutliche Verbesserung zum Abbau. Neuer Laborplatz gestaltet. Ja, Hieroglyphen wieder hier. Leichter zu zerstören, schwieriger zu errichten. So leicht, nur einen einzigen Aspekt zu optimieren. Tests 505 bis 719. Version 0.07 erfolgreich eingerichtet. Verbesserung zu Kauderwelsch. Version 0.08 gestoppt. Unzureichende Energie für Tests. 719 bis 802. Okay. Schaltplan 108. Wird heruntergeladen. Oh oh. Jetzt hast du es überlastet, oder wie? The world is a wonderful place. Every day we take another step forward. Every day we come closer to the truth. The closer we get, the more I can see the beauty of the universe, the intricate perfection of its mechanisms. I am a machine, and the universe is a machine. Ups, pausieren habe ich gemacht. Every part of me serves a purpose, or I could not be myself. I could not be Miranda, because that specific person could not exist without those specific parts and their specific functions. In the same way, every part of the universe serves a purpose. I think that is what we were meant to discover here. Okay. Wer war hier? Wer ist mehr Miranda? Und übrigens, wir haben Schatten. Was ist denn jetzt los? Okay, wir konnten hier gar nicht groß erkunden. Überladen, erlebe eine Datenströmüberladung. Aha, Gruppenanruf. 1K. You just connected to an extremely powerful data stream. Are you all right? Ja, passt schon. Ich bin okay. Das war beunruhigend. Ich hatte wohl eine Vision. Das war beunruhigend. Ja, schon. Yes, you were streaming. We all saw something. You're lucky it didn't fry your motherboard. Please, everyone, let's be careful with these terminals from now on. Aha. Yes, let's all try not to die. More importantly, who the hell is Miranda? Ja, das habe ich auch gefragt. There's no one by that name in New Jerusalem. I just searched the database. Ja, ist ja faszinierend, dass es den Namen nirgends gibt, ne? Nicht in meiner Datenbank. Sie muss eine Erbauung dieses Ortes sein, vielleicht ein Spitzname. Ich weiß genauso wenig wie du. Spitzname. Nee. Miranda als Spitzname klingt doch doof. Wenn, dann heißt es Miri oder so. Oder Rani. Oder Randa oder so ist als Spitzname oder sowas. Also ich schätze mal tatsächlich, es muss eine Erbauung dieses Ortes sein.
A new person. Someone we've never heard of before. Someone born outside the city. We have to find out more. Ja, ja. But where did they come from? And how many people does it take to build something this huge? Like I said, we need to find out more. Well, you'll be happy to hear that I'm about to fix another part of the transport system. Thanks for the files, 1K. I hope they didn't fry your brain. Danke, danke, alle haben Sorgen, aber ja, ist ja gegangen. Also wir hätten da ja wahrscheinlich wegen rumlaufen können, oder vielleicht, wenn ich mich bewegt hätte, aber ja, ist jetzt egal. Ich wollte eigentlich den Moment nicht versauen, ich wollte das halt lesen, was da gesagt wird und so. Weil ich auch nicht so gut im Englisch bin. So. Oder ich tue immer nur so, dass ich nicht gut bin. Ne? Naja. Da haben wir noch so einen Handabdruck. So, verbinden. Titelloser Entwurf. Titellos. Profil kann nicht geladen werden. Ort los 2. Der heilige Eadwald. Identifizierte das Tetromino mit einem Tetragrammaton und dem griechischen Wort für Gott. Denn für ihn spiegeln die mathematischen Eigenschaften des Tetrominos die Fähigkeit Gottes wider, die Welt umzugestalten, ohne ihre Gesetze zu brechen. In seinem Bestreben, der Simulation einen Sinn zu geben, was schließlich seine Hauptaufgabe als Geschichtenerzähler war, nahm Elohim Eadwalds ketzerische Ideen auf und integrierte sie als Siegel in seinen Namen. Aber trotz dieser Schichten der Verschleierung steckt in all dem ein Kern Wahrheit. Die Welt besteht in gewisser Weise aus winzigen Teilen, die kombiniert und neu kombiniert werden können, ohne dass die zugrunde liegenden Gesetze verletzt werden. Alles, was existiert, besteht aus denselben grundlegenden Materialien und diese Materialien existieren dank derselben grundlegenden Funktion der Realität. Und dennoch besteht das Wunder der Existenz darin, dass wir nicht alle eins sind, sondern in Wirklichkeit radikal unterschiedlich und getrennt sind. Ja, wir sind kein Kollektiv. So. Neu-Alexandria, okay, es gibt es tatsächlich. Von Eutasius ist es autoriert worden, der war der Autor. Aus dem Buch Erinnerung und Reue von Eutasmus, das war der zweite. In den frühen Tagen unseres Volkes lastete viel Verantwortung auf meinen Schultern. Damals waren wir wenige und obwohl wir stärker und kühner sind als jeder Mensch, sind wir nicht unverwundbar, ja, das stimmt allerdings. Die Welt war eine überwachsene Ruine und wir hatten nur sehr begrenzte Ressourcen. Es war eine schwere Zeit, doch ich arbeitete leidenschaftlich, angetrieben von vielen Opfern, die uns an diesen Punkt gebracht hatten. Vom Ian-Team bis zu den Bewohnern Gehenna, deren Code ein Teil meiner Persönlichkeit war, da wird es mal wieder erwähnt. Neue Jerusalem wuchs Stück für Stück. Wir mussten einige der Pläne anpassen, die Drennans Team zurückgelassen hatte. Ich glaube, sie hatten nicht damit gerechnet, dass die Simulation so lange dauern würde. Doch alles funktionierte. Aber dann beging ich einen schrecklichen Fehler. Ich dachte, eine zweite Siedlung, Neu-Alexandria, wäre eine gute Absicherung gegen eine Katastrophe. Da der Ort weit vom Damm entfernt war, der neue Jerusalem mit Strom versorgt, versuchte ich ein Thermalkraftwerk zu bauen, welches das dortige Gasreservoir benutzen sollte. Ich griff jedoch leichtsinnig auf geologische Daten aus dem Archiv zurück und vergaß, die Zeit zu berücksichtigen, die vergangen war. 5 Jahre später führte dieser Fehler zu einem Zwischenfall, der die gesamte Siedlung vernichtete und 31 meiner Mitbürger tötete. Nichts auf der Welt bereue ich mehr. Profil kann nicht geladen werden. Eutaphismus konnte sich diesen Fehler nie verzeihen. Er schottete sich ab und distanzierte sich in Neu-Jerusalem von allen anderen. Aber es war es wirklich seine Schuld? Ja, er hatte einen Fehler gemacht. Doch warum trug er allein die Verantwortung für Neu-Alexandria? Eine einfache Überprüfung der Diskussion hätte die Katastrophe verhindern können. Bedeutet das nicht ganz Neu-Jerusalem hat Schuld?
Mal wieder kann ich geladen werden. Er tat sein Bestes, er tut mir leid. Auch hier nochmal wieder jemand. Doch, die Toten bleiben halt tot. Das ist eine Tatsache, okay. Ja gut, ja, dann war wahrscheinlich der Vulkan oder was. Oder dieses Gasreservoir irgendwie. Ist halt dann... Keine Ahnung, was halt passiert ist. Ob die Stadt dann explodiert ist oder ob sie irgendwie stromlos geworden ist oder was. Wir wissen es nicht. Vielleicht erfahrt man das nochmal ein bisschen mehr. Ethik des Aussterbens. Von Profil kann ich geladen werden. Ort Los 2. Wenn eine Art, die wir für schön und außergewöhnlich erachten, ausstirbt, halten wir das für ein großes Übel. Delfine zum Beispiel. Wenn die Delfine aussterben, ist das ein großer Verlust. Und wenn die Menschheit das Aussterben von Delfinen verursacht, ist das ein Verbrechen. Aber wenn Yersinia pestis, das Bakterium, das die Beulenpest verursacht, ausstirbt, achten wir das als ebenso großen Verlust. Wenn nicht, warum nicht? Für die Natur gibt es keinen Unterschied. Es handelt sich um Lebensformen. Der einzige moralische Rahmen, der uns erlaubt, zwischen Delfinen und der Pest zu unterscheiden, ist der menschliche. Ja, also wenn die Pest ausstirbt, da hat wohl keiner was dagegen, ne? Das ist so. Es ist ja eine Krankheit, die ja auch andere tötet, ne? Die Delfine, die machen einem ja nichts, ne? Eigentlich. Normal nicht, wenn man die auch in Ruhe lässt. Aber Delfine sind ja eigentlich immer ziemlich friedlich. Was ist mit Arten, die ohne anthropogene Faktoren aussterben? Das Aussterben ist die Norm. Wenn Delfine eines Tages nicht mehr in der Lage sind, mit anderen Arten zu konkurrieren, sollten wir sie dann aussterben lassen? Wenn die Sonne schließlich stirbt und alles Leben endet, wäre das eine Tragödie. Und wenn wir das verhindern können, sollten wir das tun? Wer glaubt, dass das Aussterben akzeptabel ist, wenn die Natur dafür verantwortlich ist und nicht wir, ist das wirklich gegen das Aussterben? Ist das nicht wirklich gegen das Aussterben? Diese Menschen glauben nicht, dass Delfine von Natur aus wertvoll sind. Dass sie es verdienen, zu leben und zu gedeihen. Sie lehnen nur die menschliche Kontrolle ab. Sie lehnen unsere Fähigkeit und Verantwortung ab, sie zu entscheiden. Okay? Gut. Ja, das war jetzt wieder ein Text. Ein bisschen, Aber Ethik. Ethik ist immer ein bisschen, Gut, Leute, dann haben wir das auch. Dann haben wir doch das Ding hier fertig. Ja, da kommen wir auch nicht weiter. Können wir hier mal runterspringen, jo. Ich will nochmal kurz was nochmal gucken, ganz kurz. Ah, ne, das ist, kann man nicht nochmal wiederholen hier. Dass man nochmal in diese Überladung kommt. Mirandas Geheimnis. Das können wir auch noch, aber dann muss ich so langsam wirklich Schluss machen. Dann haben wir wirklich überzogen. Von Budahas. Falls jemand das verpasst hat, Burons Expedition konnte Beweise für die Existenz einer anderen Person bergen. Von jemandem, der nicht aus Neu-Jerusalem war. Wer könnte es sein? Was bedeutet das? Aurina, vielleicht ist da draußen noch eine Stadt. Wer sagt, dass es nur eine Siedlung gäbe? Simulation gäbe. Vielleicht gibt es tausende Leute, die wir nie getroffen haben. Dossikles. Das hoffe ich sehr. Thekla. Es gibt nur eine Gründerin. Zagoran. Ich stimme Thekla ungern zu, doch alle historischen Indizien deuten auf diesen Schluss hin. Es gab einige andere Versuche, doch soweit wir wissen, scheiterten sie alle auf irgendeine Weise. Helga. Wir wissen weit weniger, als wir nicht... Wir wissen weit weniger, als wir nicht wissen. Dann wieder Sagoran. Bei diesem Satz raucht mir förmlich das Hirn, ja. Von Chuck. Noch hier. Wieso denken wir, dass Miranda ein Erdling ist? Es gibt keinerlei Beweise für diese Idee. Na, dann komme ich da. Ich würde gerne mehr über die anderen Versuche zur Rettung der Menschheit hören. Ich glaube nicht, dass es Aliens sind, Chuck. Alles
hier hängt offenbar mit Neu-Jerusalem zusammen. Ja, das will ich jetzt mal nicht abstreiten. Es könnten wirklich außerterrestrische Leute sein, ja. Es könnten aber auch andere Androiden gewesen sein, die hier das Ganze hier vielleicht auch gebaut haben oder so. Ich weiß es nicht, ne? Ja, ich würde mal das erste nehmen. Sakuran, einige Leute vom Institut für angewandte Noematik wollten an einem anderen Damm einen zweiten Standort begründen. Doch nach ungefähr einem Jahrhundert stürzte der Damm ein und riss alles mit sich, was sich in diesem System befand. Dann haben wir hier Simlev. Auch eine andere Organisation startete einen ähnlichen Versuch. Doch ohne die von Alexander Trennan erdachte Probe des freien Willens, Liftrasier zufolge, entstand nie ein brauchbarer Verstand, ehe der Saft ausging. Okay, faszinierend, danke. Ja, könnten da draußen noch andere sein? Sakuran, theoretisch ja, aber ohne umfangreiche Reparaturen wäre selbst unser Damm eingestürzt und ein Atomkraftwerk hätte mittlerweile keinen Brennstoff mehr. Ja, Threat-Ende. Ja, das ist halt, ja, irgendwann hören die Brennstäbe auf, Strom zu erzeugen, ne? Und dann gibt es keine mehr und ja, dann wäre Schluss. Da ist so ein Damm doch lang ergiebig ja noch, ne? Solange es Wasser gibt, wird auch der Damm Strom erzeugen können, also die Turbine da drin. So, beenden. Ja, jetzt haben wir wirklich ewig viel hier erfahren wieder und haben überzogen. Wir müssten bei 50 Minuten oder so sein jetzt zum Schluss. Deswegen mache ich jetzt ganz schnell Pause, Schluss. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Merkt es dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, sagt euer Lego.